Das hinter mir, das ist ein Funkloch. Das muss weg. Aber bevor es wegkommt, gucken wir uns das noch mal näher an. Das ist nämlich übrigens auch ein historischer Ort. Und ganz zum Schluss sage ich euch, warum ich ein Feigling bin. Auf diesen Feldern hat eine der wichtigsten Schlachten der europäischen Geschichte stattgefunden. In Deutschland ist die Schlacht, die zweite Schlacht bei Höchstädt, weitgehend in Vergessenheit geraten. Hintergrund ist wahrscheinlich, dass es damals noch keinen deutschen Nationalstaat gab. In der französischen und vor allen Dingen in der englischen Geschichte ist sie als Meilenstein in Erinnerung geblieben. Sie markiert den Wendepunkt im Spanischen Erbfolgekrieg und den Beginn des Aufstiegs von England zur Supermacht. Das ist der Mast, der ab November das Mobilfunkloch hier schließen wird. Der Mast steht schon, es hängen auch schon die Antennen dran. Aber er funkt noch nicht, weil er muss noch durch unsere Netzintegration. Jeder Mast ist Teil des Netzes, kein Mast ist eine Insellösung. Und so muss man immer gucken, dass der neue Mast nicht irgendwo andere Funkfelder stört. Versorgungsziel für den Masten ist die Gemeinde Lutzingen mit dem Ortsteil Unterlitzheim und zwei Ortsteile von Höchstädt, das sind Schwennenbach und Oberglauheim. Wenn man sich jetzt den Antennenkranz anschaut, dann stellt man fest, dass die Sektoren nicht gleich ausgerichtet sind. Es ist nicht diese ideale 120-Grad-Verteilung, sondern einer der Sektoren ist leicht verschoben. Hintergrund ist, wir hätten den Standort lieber ein bisschen weiter südöstlich gebaut. Leider hatte die Gemeinde dort keinen Standort, den sie uns zur Verfügung stellen konnte. Und auch privat haben wir keinen Vermieter gefunden. Der Funknetzplaner ist hier deshalb von der idealen 120-Grad-Aufteilung etwas abgerückt, um Unterlitzheim möglichst gut zu erreichen. Keine 100%-Lösung, aber das Beste, was aufgrund der Gegebenheiten machbar war. Angebunden ist der Standort übrigens über Richtfunk. Die Gegenstation liegt im etwa 10 Kilometer entfernten Dillingen. Leider hatte die Gemeinde dort keine Fläche zur Vermietung. Guten Morgen. Ja, im November geht's los. November. Was? Im November. Im November. Okay. Ja? Wird Zeit. Wird Zeit? Mit D2 hast du keinen Empfang. Ja, aber dann werden sie super Empfang haben. Ja? Gut, danke. Das ist ganz lustig. Ich bin jetzt schon zum zweiten Mal während den Dreharbeiten darauf angesprochen worden, wann es denn jetzt endlich losgeht. Weil die Leute sehen natürlich den Masten und denken, hä, warum tut denn sich da nichts? Das zeigt halt immer wieder, dass der Augenschein trügt halt oft. Der Mast steht dort, dann kommt noch die Technik dran, dann muss die Netzintegration gemacht werden. Das dauert alles so ein bisschen, aber das Warten hat ein Ende. Übrigens, die Aufnahmen mit dem Copter an dem Mobilfunkstandort sind nur deshalb möglich, weil der Standort noch nicht in Betrieb ist. Bitte nicht mit Coptern auf Mobilfunkstationen zu fliegen, das ist sehr gefährlich. Bei der Schlacht standen sich zwei Allianzen gegenüber. Auf der einen Seite Engländer und Österreicher, auf der anderen Seite Franzosen und Bayern. Auf der österreichischen Seite war der Heerführer der Prinz Eugen und der hatte hier hinten in dem Gehöft während der Schlacht Quartier bezogen. Vielleicht kennt der eine oder andere das Lied Prinz Eugen, der edle Ritter. Ich singe das jetzt nicht, aber ich habe euch in Spotify in die Beschreibung reingepasst. Die Vorgeschichte zu der Schlacht und der Schlachtverlauf sind sehr spannend. Für Militärhistoriker ein echter Leckerbiss. Das kann aber heute nicht unser Thema sein. Ich habe euch aber mal eine längere Dokumentation aus dem englischen Fernsehen in der Beschreibung verlinkt. Ich bin jetzt
erstmal in Lutzing, weil ich einen Speedtest machen will. Weil bei unserem Video zum Dorffest des Bayerischen Rundfunks gab es Kritik, dass wir keinen Speedtest gemacht haben. Also machen wir mal einen Speedtest hier. Und dann kann ich euch nämlich zeigen, dass es hier durchaus Versorgung gibt und erklären, woran das liegt. Also es gibt hier durchaus Mobilfunkversorgung im GSM-Bereich und auch sehr schwankend bei LTE. Dieses Gebiet wird natürlich von anderen Stationen mitversorgt, weil hier halt kein Mobilfunkstandort ist. Das heißt, aus Höchstädt, Dillingen und Umgebung kommen hier von diesen Stationen, je nach Auslastung dieser Stationen, Funkwellen an. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Das ist also die aktuelle Situation. Man sieht, es gibt hier Versorgung und zwar kommen von verschiedenen Stationen, das sind die unterschiedlichen Farben, die wir hier haben, kommen Signale rein und sorgen für eine Versorgung, die aber nicht stabil ist. Und es gibt auch immer noch Lücken und insbesondere in Richtung Inhouse-Versorgung doch erhebliche Mängel. So sieht das dann aus, wenn der Sender eingeschaltet ist. Es gibt eine klare Zuordnung der drei Sektoren und dann dort auch ein stabiles Signal. Das gleiche bei LTE, die jetzige Situation, gerade dort, wo Gebäude sind, wo Leute leben, da ist die Versorgung unzureichend und das wird sich auch durch diesen Standort bessern. Wir haben dann eine komplette Abdeckung. Das Problem unter Lietzheim haben wir ja schon besprochen. In die englische Geschichte ist die Schlacht übrigens unter dem Namen Battle of Blenheim eingegangen. Dabei gibt es überhaupt gar keinen Ort hier, der Blenheim heißt. Hintergrund ist, dass Engländer und Franzosen nicht in der Lage waren, den Ortsnamen Blindheim richtig auszusprechen. Daher Blenheim. Und wer in nächster Zeit mal nach England fährt und sich das fantastische Schloss Blenheim anguckt, der weiß jetzt, wo der Name herkommt. Denn der englische Heerführer, der Duke of Marlborough, wurde für den Sieg bei der Schlacht mit diesem Schloss belohnt. Und das ist übrigens auch ein Vorfahre von Winston Churchill, der in diesem Schloss zur Welt gekommen ist. Boah, jetzt habt ihr eine ganze Menge gelernt. Im November 2017 haben wir unsere Mobilfunkinitiative Bayern vorgestellt. Im Rahmen dieser Initiative haben wir der bayerischen Staatsregierung zugesagt, dass wir über unseren eigenen Ausbau hinaus 100 Mobilfunklöcher schließen werden, die uns von der Staatsregierung angezeigt werden. Lutzingen ist ein Standort auf dieser 100er Liste. Jetzt höre ich schon den einen oder anderen sagen, wow, ihr habt da ein Jahr gebraucht, um ein Mobilfunkloch zu schließen. Da braucht ihr ungefähr 100 Jahre, bis ihr die Liste abgearbeitet habt. Nein, so schlimm ist es nicht. Wir haben schon mehr als ein Dutzend weitere Beauftragungen laufen. Es gibt also einen Parallelprozess und es wird nicht ein Standort nach dem anderen abgearbeitet. Aber auch bei diesen Standorten gibt es einen gewissen Anteil an Gemeinden, die auf das Anschreiben von uns negativ reagiert haben und gesagt haben, nein, einen Mobilfunkstandort auf unserer Flur wollen wir nicht. Und dazu muss man wissen, dass der Wunsch nach Mobilfunk nicht korrespondiert mit der Bereitschaft, einen Mobilfunkstandort zu akzeptieren. Und selbst in den Gemeinden, die mitmachen, muss der kommunale Dialog gelebt werden. Das heißt, der Gemeinderat muss darüber diskutieren. Gegebenenfalls muss eine Informationsveranstaltung gemacht werden. Vielleicht gibt es alternative Standortvorschläge. Vielleicht wird ein externer Gutachter beauftragt. Das alles führt dazu, dass sich der Ausbauprozess nach hinten verschiebt.
Aber nicht falsch verstehen, ich bin ein großer Freund von diesem kommunalen Dialog, weil ich nicht möchte, dass Standorte quasi in Nacht- und Nebelaktion entstehen und es dann heißt, oh, haben wir nicht gewusst, keiner wusste Bescheid, hätten wir es gewusst, dann hätten wir es versucht zu verhindern. Man soll darüber diskutieren in den Kommunen und soll Ja sagen zum Mobilfunk. Das Problem bei diesen kommunalen Dialogen ist leider, dass zwar die Masse der Gemeindemitglieder den Mobilfunk will, aber die Masse ist wie immer träge. Meistens nimmt an dem Diskurs dann nur die Gruppe der Mobilfunkkritiker teil. Also mein Appell, wenn ihr hört, dass in eurer Gemeinde ein Netzbetreiber das Angebot macht, einen Mobilfunkstandort aufzubauen, dann rührt euch auch, damit die Gemeindevertreter wissen, es gibt eine positive Stimmung für den Standort. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal. Es würde mich sehr freuen. So, und warum bin ich jetzt ein Feigling? Weil ich tatsächlich überlegt habe, ob ich für diesen Beitrag so einen richtigen Klicktitel mache. So 25.000 Tote und Verletzte im Mobilfunkloch. Ich habe mich dagegen entschieden, aus zwei Gründen. Zum einen, weil es in die falsche Richtung führt. Mobilfunk kann Leben retten. Es war noch nie so einfach in der Menschheitsgeschichte, einen Notruf abzusetzen. Und zum anderen aus Respekt vor den Gefallenen in der Schlacht. Weil wenn man sich vorstellt, dass hier vor rund 300 Jahren 25.000 Menschen tot oder verletzt auf diesen Wiesen lagen, das ist schon eine relativ gruselige Vorstellung und man kriegt so ein bisschen Demut, weil die eigenen Probleme, flackerndes LTE, dagegen natürlich verschwindend klein sind. In diesem Sinne, give peace a chance. Oder vielleicht bin ich ja doch ein Feigling. Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Hättet ihr das gemacht? Hättet ihr so einen Klicktitel gewählt? Würde mich interessieren.